So, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. So, nachdem wir nun in der letzten Folge den Strom aktiviert haben, wie ihr gerade seht und ich auch, sind die Gegner wieder gespawnt. Müsste ja theoretisch... Oh, guck mal, das ist... Müsste ja theoretisch hier hinten jetzt der Strom auch aktiviert sein. Das heißt, wir laufen nochmal zurück. Ich warte jetzt wieder hier, weil ich hoffe, dass wir hier einen Präventivschlag draus machen können aus dem Ganzen. Beziehungsweise laufen wir einfach mal hier drüben hin. Ah, okay, hat nichts. Egal. Ich will jetzt auch nie ewig warten hier. Hauen wir sie halt einfach so um. So, wir buffen uns wieder kurz als erstes. Sehr gut. Und dann hauen wir die Kremlins um. Gefällt mir aber gar nicht, dass der Sash jetzt gleich stirbt. Na komm, halt ihn hoch, Benil. Ja, sehr gut. Okay, schauen wir mal, ob wir den Serienbalken hochbekommen, wenn es eh noch rollt. Na, gibt's doch nicht. Tja. Sieht nicht danach aus, als hätten wir eine Chance, den hochzubekommen. Dann wechseln wir wieder auf Heiler. Müssen wir halt so umhauen. Aber, sehr wahrscheinlich werden wir hier deutlich unter der Zeit liegen, die uns zur Verfügung steht. Jetzt, mein Gott, das hat ja ewig gedauert. Jetzt ist er auch tot. Oh je. Oh Gott. Das darf man eigentlich gar nicht in der Aufnahme drin haben, sowas. Na gut. Das war ja sowas von schlecht jetzt. Ja, wir vergessen das einfach und laufen hier hinter. Können wir uns an den vielleicht sogar vorbeischleichen? Na? Nein, kein Präventivschlag. Das ist aber traurig. So, und der letzte. Gut, geschafft. Hm.
Okay, scheint auch kein Primitivschlag zu sein. Nee, leider nicht. So, eigentlich wollte ich mich hier jetzt vorbeischleichen. Ah, geschafft. So. Genau, wir haben es nämlich hier gestrogen. Schauen wir mal, was wir jetzt hier machen können. Okay. Das sind 5. Kämpfe ich auch gegen alle 5, jetzt die Frage. Lohnt sich doch hier eher mal was einzuwerben. Das. Und. Ah, okay. Ich glaube, die haben mich vorher gesehen. Tatsächlich. Gut, machen wir dann gleich mit dem A weiter. Oh je. We got this, Vanille. Sollte doch jetzt aber kein Problem sein, hier den Serienball hochzubekommen. Mensch, los jetzt. Hier. Na also. Sehr gut. So, jetzt haben wir noch einen. War das was Falsches gerade? Und das müssen wir. Didn't even have to ask. Ah, los jetzt. Mensch, endlich. I'm tougher than you thought, huh? Naja. War ich jetzt nicht so begeistert hier? Mit dem Kampfablauf, aber was will man machen? So, okay. Hier geht's weiter. Not a problem. Hm.
leave. Okay, das sollte jetzt relativ schnell ausgehen. Ja, sehr gut. So. Im Prinzip habe ich ja jetzt gar nichts gegen die Kämpfer, ne? Denn ich bringe ja jede Menge KP-Punkte. Okay. Okay, hier werfen wir uns Blender ein. Sicher ist sicher. Bei 3 Bombern. Ich denke, wir wollen den Kampf auch überleben. So. Oh je, der eine explodiert gleich. Doch nicht. Da kommt letzte Bombe. Sehr gut. So. Na, und jetzt, na also. Und tot, jawohl. Also ohne Blende wäre das wohl schwierig geworden, in dieser Zeit zu schaffen. 8 Eisenpanzer, sehr gut. So, kommen wir hier rein? Nein, kommen wir nicht. Na gut. Wir wieder zurück. Oder kann man hier noch irgendwas machen? Nein, kann man nicht. Da konnte ich ja auch nichts mehr betätigen, nein. Außer hier drüben. Du bist ein Chinesisch. So, was haben wir hier jetzt Schönes? Da warten wir mal kurz. Vielleicht schaffen wir ja hier irgendwie doch einen Präventivschlag. Gucken, wie die laufen alle. Natürlich toll. Und wenn er jetzt hier zurückläuft. Ja, das müsste aber geklappt haben jetzt. Ja, sehr gut. Mensch, das sehr, ich muss aber ganz schön einsteigen jetzt hier. Na komm. Ich hoffe, den hauen wir noch um. Ja, jetzt muss die Wände erstmal heilen.
komm. Heil nochmal, wenn du. Gut. So, jetzt buffen wir uns erstmal. Go, girl. Oh. Komm, jetzt aber. Gut. Gut. Wenn wir werden den Kampf sicher überleben, aber ob wir das wieder zeitlich packen, ist eine andere Frage. Aber überleben ist ja schon mal viel wert. Na komm. Na, jetzt. Heilen, heilen, heilen. Komm, 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 heil mich. Hier haben wir jetzt wieder unsere Probleme, den Gegner in den Serienbonus, in den Schockzustand zu bekommen. So. Watch and learn, kid. Na komm. Oh nee, das gibt's doch nie, ey. Kurz bevor der Schock zu schlagen da war, man. Oh. Hier kämpfe ich ja wieder Stunden gegen den Gegner. Ich weiß aber auch nicht, was ich jetzt noch anders machen soll. Weil wie ein Bosskampf hier, ey, von der Dauer. Mann, Mann, Mann. Ich werde kurz bevor er stirbt, schaffen wir doch noch den Schockboden, Schockzustand. Was sagt uns das? Ihr beiden macht eindeutig zu wenig Schaden. Na komm, haben wir es jetzt bald. Meine, die Zeit können wir eh knicken. Das sind sicher 0 Sterne. Sollte mich wundern, wenn ich hierfür auch mal 1 Stern bekomme. Los jetzt hier. Aber wenigstens sterben müssen wir doch, ja. Mann, 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 ey. Was für ein schlechter Kampf. Oh, doch, 3 Sterne, naja. Ah. Was soll's. Immer wenigstens die Kiste mit hier. Was? Regenbogen? Gelee oder so? Kannst nicht so schnell lesen. So, hier können wir nichts aufmachen. Okay, also haben wir hier auch die kleinen Verstecke entdeckt, die man hier so entdecken konnte. Nachdem man den Strom angeschaltet hat. Ja. Und jetzt widmen wir uns wieder der Hauptstory. Hoffe ich zumindest. Denn, soweit ich weiß, konnte man hier nicht mehr aktivieren, als wir aktiviert haben. Oh, verschwinde, ey. Nein, ich wollte gegen dich kämpfen. Ich wollte mich vorbeischleichen. Aber ein Präventivschlag. Na, dann kämpfen wir doch. Okay. Die Bombe zuerst ausschalten. See that coming?
this, Vanille. Jawohl. Komm, manchmal klappt es ganz gut, die in den Schockzustand zu bekommen. Manchmal hängt man an den Zeroids. Wie sonst was. Ich weiß nicht, woran das liegt. So. Gut, haben wir das auch erledigt. Nehmen mal die paar KP noch mit, die sitzt hier überhaupt. Bekannt ich das nicht. Kann ich die beiden dann gleich nochmal skillen. So. Ich denke, wir hatten hier jetzt alles aktiviert. Ich hoffe, ich habe hier nichts vergessen. Und dann geht's weiter. Hier hoffe ich, dass ich so rumkomme. Ja. Gut. Okay, hier werde ich so wahrscheinlich kämpfen müssen. Na, wer weiß, wie die Windel schon wieder abhängt. Kommt sie. So. Das müsste aber ein Präventivschlag sein. Ja. Gut, so. Dann wären wir also wieder an diesem Speicherpunkt angekommen und Zeit, die Folge wieder zu beenden. Und das nächste Mal geht's mit der Story weiter, hoffentlich. Tschüss!